Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. So, ich glaube, wir sind kurz davor, das Kapitel abzuschließen. Ja, läuft. Einen Zentimeter weiter und ich hätte die Cutscene ausgelöst, die wahrscheinlich sogar das Kapitel beendet hätte. Ja, Kapitel 6 auf schwer abgeschlossen. Geil. Ah, das hätte ich im letzten Part ja zugegebenermaßen durchaus noch machen können, aber naja, ich wusste nicht mehr genau, wie viel noch kommt, wie lang der Weg noch sein könnte. Egal. Ist ja jetzt keine große Sache. So, Kapitel Was? 7, mit Marco fängt man Ratten. Jawohl, alles wiederhergestellt. Geil. Ha, immer wieder ein Genuss, wenn man die Magiepunkte wiederhergestellt sieht. Also wenn die Leiste wieder voll ist. Das ist jedes Mal Und wie so ein geht's jetzt schöner Anblick auf weiter? schwierig. Vielleicht hier? Huch. Oh, wie Oh. praktisch. Alter, vor Coolness. Alles klar. Einmal eine kleine, ja, Rutschpartie. Die Rohrrutsche, wie sie oben rechts gerade eben schon treffend beschrieben wurde. Nice. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Okay. Hey. Wie sieht das Seht eigentlich? mal. Oh. Wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Du Solche wolltest Kampfroboter es ja werden gegen riesige Bestien heraufbeschwören, ne? eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins: die Flucht. Barrett hat's gerade Zum Glück hat er noch hinaufbeschwören. seinen Mittagsschlaf. Beschworen. So. Okay. Den Roboter werden wir ja am Verdächtig Ende ruhig von hier. diesem Was hast du Part von den Schildkröten bekämpfen. erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst bei Gelegenheit die Flucht ergriffen. Schwertsturm, go! Nice! Ah, Zeit und Heilen haben die nächste Stufe erreicht. Super! Welche Materia? Ich wollte gucken, wie viel Gil ich habe. 200.000 fast. Ich wollte auch nachgucken, welche Materia muss noch auf Maximum gelevelt werden. Moment, Analyse brauche ich doch jetzt erstmal theoretisch nicht mehr. Da könnte ich doch erst demnächst was anderes benutzen, oder? Aber was? Was nehme ich denn da? Gebet? TP-Boost vielleicht? Wäre bei Cloud vielleicht auch nicht schlecht. Glücksboost? Ist kurz davor, die nächste Stufe zu erreichen. Solange lasse ich das mal noch ausgerüstet. Ansonsten Feindeskönnen, ja. Amplifikation Gewitter, das lassen wir mal. Wiederbeleben. Zerstörung. Nee, das hat schon die maximale Stufe erreicht. Heilen, Zeit. Ah, hier die Wiederbelebungsmateria natürlich. Aber habe ich sonst alle anderen Materia schon hochgelevelt? Nee. 9 von 12. Wir haben noch ein bisschen was. Aber was genau? Barriere, Frost, Wiederbeleben, Luft, Zeit. Vielleicht Zerstörung erstmal für was anderes benutzen. Ich gehe mir hier nochmal alles durch. Ah ja, nee, Toxin habe ich einmal schon auf Maximum. Wir gehen mal von oben aus nochmal alles durch. So, behandeln. Ah, behandeln, stimmt. Das hat gerade Barrett ausgerüstet. Aber bestimmt mit einer anderen Waffe, oder? Ja. Okay, behandeln hat gefehlt. Dann wiederbeleben. Dann fehlt aber immer noch eine dritte Materia, die ich gerade nicht wirklich
im Kopf habe. Welche wäre das denn dann? Zeit haben wir, Zerstörung, Versiegelung. Stimmt. Das hat Barrett jetzt gerade auch nicht ausgerüstet? Eieiei, ja, her damit. Kein Wunder. Ne, Barrett hat auf seiner anderen Waffe zwei Sachen ausgerüstet gehabt, die dann nicht übertragen worden sind. Ja, das habe ich natürlich nicht bedacht. Naja, besser spät bemerken als nie. Dieser Geruch. Weil ich habe mich schon gewundert, dass ich nicht schon längst kurz davor bin, den Forschungsbericht fertig zu kriegen. Aber jetzt sollten wir das so langsam aber sicher schaffen. So, Schwertsturm, go! Das wird so nicht. Nice! Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Und einmal, genau, runtersliden. Hier kamen, glaube ich, ein paar... Nein, das... Das hieß kam. Ups. Mit Laserverstärkung. Die knöpfe ich mir vor. Oh ja, stimmt. Erstmal die Laser wegmachen. Die sind am gefährlichsten. Und die können uns ja lähmen, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Maximale Wut, go. Cloud Schwertsturm, tiefer kann doch nicht. Okay, Cloud Impulshieb und tiefer auf Hochtouren, go. Jawohl. Okay, Cloud, bitte einmal Vitra. Nein! Verdammt nochmal! Immer diese Mist. Immer diese Fehlerklicks. Scheiße. So, und tiefer noch einmal rechtschaffende Faust. Go! Okay, sehr gut. Läuft. Okay, nee, Vita auf Barrett reicht. Ja, vielleicht doch nicht, egal. Autsch. So, sehr schön. Jawohl. Okay, Cloud, bitte. Vitra auf Barrett. Übernimm mal. Lass mich mal. Ich benutze wie... Nee. Nee, passt schon. Maximale Wut, go. Jawohl. Und tiefer noch einmal rechtschaffende Faust. Tiefer. Hallo. Wow, das hat ja gedauert. Wie lange Tifa gebraucht hat, obwohl sie ja direkt vor dem Gegner steht. Musste sie perfekt an der richtigen Stelle stehen bleiben? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Schutzweste, okay.
So, bis auf den Bosskampf bestand ja der Rest des Kapitels aus relativ einfachen Kämpfen, also mit Gegnern, die etwas schneller down sind. Bis auf die beiden Auslöscher gerade eben, versteht sich, aber... Ne? Der Rest sollte an sich eigentlich schnell machbar sein. So, danke. Dann wäre das geschafft. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Und genau jetzt wird's langsam schlimm. Ja. Hey, Moment! Warte! Das Timing ist zu perfekt. Ja. Obwohl Cloud sich ja theoretisch noch an die Leiter dran hätte dranhängen können, aber naja. Dann hätte er die anderen ja alleine gelassen. Das ist natürlich nicht, das ist keine Option, ne? Ach komm! Ja, klar! Okay. Hallo. Danke. Nichts überstürzen. Scheiße. Natürlich. Tiefer bitte, Engel auf Cloud. Damit Barrett Vitra auf ihn benutzen kann. Jawohl. Ach, als ob. Verdammt nochmal. Ist das alles? Okay, passt. Mistkerle. Barrett, einmal bitte Heilung. Genau. Was zur Hölle? Okay. Ja. Ja, wir haben ein Exempel auf das Schiff. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. So, jetzt weiß ich nicht, wann die nächste Bank kommt. Falls jetzt überhaupt eine kommt. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Oh je, jetzt kommt schon der erste Kontrollraum. Wo wir das erste Mal, ja, eine Komponente entfernen dürfen. Okay, ganz knapp jetzt. Okay, passt. So. Glücksboost nächste Stufe. Gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Okay. Barrett, Cloud, seht mal. Sie befördern. Die Fracht könnte... Wie willst du das? Mit dem Steuerpult ist... Meinst du vielleicht das hier? So, Big Bomber Shells AI Programming Course. Genau. Mein Plan ist es nämlich erst einmal alle Programming Cores wegzumachen. Also die KI-Kerne. Was ist das? Nee, das ist eine M-Unit. Was anderes geht nicht? Oder was anderes kann ich jetzt momentan zumindest nicht ausrüsten. Auswählen. Was hast du da aufgehoben? Eine Schlüsselkarte. Ja, kann man nie wissen. So, die brauchen wir ja hierfür.
Lässt sich der Lift... Mit einer Schlüsselkarte. Die hätten wir ja. Hier steht was von... Ja. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift. Nein. Was druckst du hier so rum? Ich würde gerne was anderes entfernen, wenn der Raum es zulässt. Die Konsole ist zum Öffnen des Ausgangs. Na gut. Wir müssen also wahrscheinlich eine M-Unit entfernen. Was schade ist, ich würde lieber einen KI-Kern entfernen. Oder kann ich hieran noch was machen? Nö. Schade. Na gut. Geht, wenn es nicht anders geht. Lustig, dass das Spiel einem hier sozusagen die Wahl lässt, man aber eigentlich gar keine hat. Die M-Einheit. Finde ich ein bisschen fies. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. So. Ich hätte lieber die Schlüsselkarte aufgehoben. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Ne? Wäre für mich besser gewesen, dass ich sie hätte aufheben können für den nächsten Raum und dort noch einmal einsetzen. Aber gut, ist ja auch egal. Versuch's! Genug! Das wird so nichts. Mein Einsatz. Na dann? Oh je, ob man hier überhaupt eine Bank zur Verfügung gestellt kriegt? Ich wage es ja zu bezweifeln. Ich befürchte, hier sind wir schon auf uns gestellt. Schlecht. Bei der Gelegenheit sollte natürlich auch mal Tifa Vita benutzen. So. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Damit nicht, damit Cloud nicht allzu viele Magiepunkte auf einmal verliert. Wir nehmen die Kampfhandlungen auf! Bis hier und nicht weiter. Alter! Hallo? Ja, danke. Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpult. Als ob der unsterblich gewesen wäre. Dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Jawohl, Makonit MP Heilung, perfekt. So, wo war denn hier nochmal eine Schlüsselkarte? Irgendwo in der Mitte? Ah, dort. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur... Überlasse ich dir, Cloud. So, was haben wir hier? AI Programming Course. Okay. Dieser Lift-Trans... So ein Kerne. Ein riesiger... So, KI-Kern, weg damit. Passt. Der KI-Kern wird... Ja, gute danke, Wahl, wir wissen Bescheid. Wo ist diese Irgendwo hier im Ring. Echt? Gut möglich. Dann sacken wir. Sprich nichts dagegen. Okay. Ich glaube, hier drin findet man irgendwo noch eine Schlüsselkarte. Irgendwo. Kann auch sein, dass ich mich täusche und man findet erst zwei ab dem nächsten Raum. Jetzt gerade sieht es zumindest schlecht aus. Leider, leider. Ich meine, ab irgendeinem Raum gibt es dann schon zwei Schlüsselkarten. Das wird dann aber wohl erst ab dem nächsten Raum so sein, ha? Huh? Na gut. Na komm. Komm, Cloud. Vernünftig hinstellen. Danke. So. Schauen wir weiter.
Hey Leute, alles was und Shinra! Barrett, was... Na, wenn die schon an... Glaubst du, die lassen den Ton laufen? So. Jetzt haben wir uns ja auch wenigstens ein kleines bisschen hochgeheilt. Wir sind noch relativ gut dabei. Komm schon, jetzt! Geht doch! So, dass der schon mal weg ist, dann kann Tifa, ja doch, Tifa nochmal Vitra auf Cloud anwenden. Und nochmal maximale Wut, go! Okay, Cloud kann dann noch einmal Vita auf sich selbst nutzen. Passt. Sehr gut. Unsere MP sind bis jetzt einigermaßen gut dabei. Alles verladen? Die Eindringlinge sind hier! Und go! Sind in Ebene W6 eingekommen! Wir greifen an! Verdammt! Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten! So. Jo. Die rasten ja aus. Ah, Versiegelung hat nächste Stufe erreicht. Wunderbar. Okay, wer ist bislang am besten? Cloud ist noch ganz gut dabei. Tifa kann auch noch Magie benutzen. Passt. So, Karte, 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 Karte. Hier müssen zwei sein. Hallo? Also das kann ja jetzt gar nicht sein. Vielleicht hier irgendwo und ich sehe es wegen den lauter blauen Lichtern nicht. Keine Karte, kein Spaß. So sieht's aus. Wo sind denn die verdammten Dinger? Ich weiß, dass die normale. Ah! Dass die normalerweise so am Rand eher liegen. Eine Karte gefunden? Nur eine. Die Qual der Wahl. Haben wir auf schwierig etwa weniger Karten zur Verfügung? Das wäre ein kleines bisschen fies. Was haben wir hier? Big Bomber Shells. Da sind die KI-Kerne. Hallo? Okay. Das scheint der Lift. So. Vielleicht taucht die zweite Schlüsselkarte ja jetzt erst auf. Kann auch sein. Der KI-Kern wird... Das verschafft uns etwas mehr Zeit. Okay. Aber es müssen doch auch auf schwierig hier noch mehr verfügbar sein. Ich glaub's nicht, dass die Entwickler einen hier wirklich immer nur mit einer Karte pro Raum abspeisen wollen. Nur weil es ein höherer Schwierigkeitsgrad ist? Come on. Aber irgendwie sieht es verdächtig danach aus. Mies. Sehr mies. Weil das schränkt meine Optionen natürlich extrem ein. Kann auch sein, dass ich mich täusche und die Zweier-Sets an Karten kommen erst später. Und es gibt irgendwie auch mehr Räume, als ich es gerade in Erinnerung habe. Ja, ich habe jetzt zweimal den gesamten Raum abgesucht. Nee, vergiss es. Na, dann wollen wir doch mal... Ah. Na, ganz mit...
Die Spinner. Komm. Von mir aus. Danke, verzichte. So. Geht ja nicht anders. Was kommt jetzt für ein Kampf? Ach, gar keiner. Das wundert mich. Da scheinen keine weiteren Kisten zu sein. Alles klar. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendig. Bringt sie zurück! Go! Und Schwertsturm, go! Alter, wie der sich sogar noch geheilt hat, bevor ich bei ihm war. Unfassbar, jawoll! Einfacher geht's nicht. Behandeln hat die nächste und die maximale Stufe erreicht. Jawoll, da ist eine. Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Okay. Jawohl. Da ist Nummer 2. Gab es hier noch eine? Wobei 2 an sich ja eigentlich auch schon mehr als genug sind. Da ist wieder ein KI-Kern. Dieser Lift ist für den KI. Nein, nein, wollte ich. Das war richtig. Der KI-Kern auf. So. Okay. Und falls kein weiterer KI-Kern mehr entsorgt werden kann, nehme ich als nächstes die Bombenkerne oder die Bombershells, wie auch immer sie nochmal genannt werden, auf Deutsch. Ich hätte dasselbe gemacht. Oder kann ich das gleiche Terminal nochmal benutzen? Der KI-Kern wird zur Entsorgungsstation. Oh, nein, kann ich nicht. Okay. Ah, ich kann noch einen KI-Kern tatsächlich entsorgen. Wobei ich dann eben nicht weiß, ob das nicht das letzte ist, was ich überhaupt entsorgen kann. Das ist das Problem. Und eine Bombershell möchte ich natürlich mindestens entfernen. Deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Wirf weg, was den Hobo am meisten. Eine Gigabombe, stimmt. So heißen die Dinger. Komm, eine davon muss mindestens weg. Nur um sicher zu gehen. So. Die Gigabombe wird. Und dann schaue ich, ob noch ein Raum kommt. Ich hoffe es. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche. Ob wir es jetzt leichter mit dem Roboter haben? Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Okay. Schauen wir mal. Wir sind fast draußen. Jederzeit. Okay. Ja. Wie oft haben wir ihn jetzt geschwächt? 3, 4, 5 Mal. Ich hätte schwören können, 6 Karten gegeben hat. Ich meine, es wären 6 gewesen insgesamt. Klar, täuschen kann ich mich immer, aber irgendwie hat sich die Zahl 6, was Karten angeht, in mein Gedächtnis gebrannt. Aber das kann ich nicht mal annähernd bestätigen. Ich finde hier keine weiteren Karten mehr. Tja. Vielleicht hat man auf schwierig ja auch eine weniger. Kann auch sein. Jawohl. Jawohl. Autsch. Jawohl. Okay, Barrett, wobei, nee. Tiefer. Einmal bitte wie drauf. Laut.
Nein, ich... Nein! Doch, Konterstellung. Verdammt! Na toll. Jetzt kann ich dir das sagen. Oh oh. Barrett. Okay. Das war abzusehen. Dann heile noch mal eben Barrett hoch, bitte. Dankeschön. So. Zack. Ich gehe auch irgendwie davon aus, dass wenn man alle Schlüsselkarten gefunden hat, dass Cloud dann automatisch auch gesagt hat, dass man alles getan hat, was man konnte. Hoffe ich wirklich. Okay, jetzt gerade hat sich sogar der Wecker gemeldet. Von daher, Leute, an dieser Stelle mache ich dann für heute Schluss. Und dann werden wir ja im nächsten Part sehen, wie wir uns gegen diesen Boss schlagen werden. Ich bin sehr gespannt darauf, ihr hoffentlich auch. Jedenfalls würde ich an dieser Stelle für heute sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!